Möchtest du coole Livestreams sehen? Dann schau jetzt auf twitch.tv/larsodersotv vorbei und lass ein Follow da. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Im heutigen Video sind wir ein Babysitter und wir müssen uns um das seltsamste Baby der Welt kümmern. Ob uns das gelingen wird oder vielleicht nicht, seht ihr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit The Baby in Yellow. Das Ganze kann ein kleines bisschen gruselig sein und das ist nichts für schwache Nerven. Let's go. Okay, okay, okay. Nacht Nummer 1. Baby füttern, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Alright, wir sind da. Wir sind zu Hause. Hallo Baby. Gugu Gaga, du bist hier ein kleines Babychen. Ojo, bist du ein kleines Babyfratz. So, hier rein mit dir. Das Baby kriegt jetzt erstmal was zu fressen. Komm mal her jetzt. So, aus dem Schrank. Kühlschrank, genau. Hier ist die Flasche. Und jetzt kriegt erstmal das Baby die Flasche. Alles okay. Süß. Okay, jetzt hat es ein bisschen Kacke gemacht. Ich habe mir übrigens sagen lassen, Leute, das soll ein kleines bisschen gruselig sein. Deswegen nichts für schwache Nerven. Also bisher finde ich es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unser Baby. Baby zum Wickeltisch bringen. Okay, okay. Wo ist der Wickeltisch? Ist das der Wickeltisch? Nein. So, wo ist der Wickeltisch? Mal auf hier. Waschmaschine. Hier ist irgendein Spielzeug. Okay. Wo soll denn der Wickel... Oh, Entschuldigung. Oh, sorry. Gesperrt. Sorry, Baby. Oh, oh nein. Oh, sorry. Fällt mir das Kind die Treppen runter. Oh, oh, oh nein. Uiuiuiui. Ich bin ein schlechter Vater. Wo soll hier der Wickeltisch sein? Ist der hier drin? Das Ding hier. Ah, guck mal. Hier ist der Wickeltisch. So, rein mit dir. Neue Windel holen. Gar kein Problem. Baby? Hallo? Was? Ah, da bist du ja. Hä, wie hast du das denn gemacht, Mann? Kleines Babychen. Wieso hatte das eben schon Handschuhe an? Ich habe nicht aufgepasst. What the hell? No. Das war gruselig, Baby. Bleib mal hier sitzen. So, du bist sauber. Baby ins Bett bringen. Alright, das Baby ist eigentlich ganz süß. Also ich weiß gar nicht, was alle haben, dass das irgendwie gruselig sein soll oder sowas. Ich check's nicht. Oh, hier die Kühlschranktür wieder zu. Okay. Bleib mal du auf deinem Gugu-Gaga-Platz hier sitzen, Babychen. So, bleib mal da sitzen. Du gehst gleich ins Bett. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Auge, Baby. Okay. Oh, nein! What the frog? Was war das? Was zum Teufel? Sieht eigentlich alles ganz knackig und cool aus. Hier haben wir Arztgeschenk verriegelt. 10 weitere Seelen befreien. Alter Junge. Kann ich mit meinem Baby hier Basketball werfen? Uppa. Sorry, Baby. Ugh. Ey, guck mich nicht so an. Was ist los? Warum bist du jetzt wütend auf mich? Musst du schon wieder kacken, oder was? Hör auf, mich so anzustarren. Sieht irgendwie so traurig aus, das Baby. Oh, hier war nochmal so ein Ding drin, ne? Okay, das ist nicht gruselig. Oh, das da könnte man vielleicht auch noch mitnehmen. Es ging los, als ich diesen Job annahm. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Das ist gruselig irgendwie. So, Baby, ab mit dir ins Gugu-Gaga-Bettchen. Geschichtenbuch finden. Das da? Hinsetzen und lesen. Okay, es war einmal... Okay, aber... Found a secret garden, said the cat with much delight. So, Schnute. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Uff, ihr Reh, strandeten sie nach draußen, Entdecker in der Nacht.
Sie gingen durch das goldene Tor, schau die schönen Bäume ob. Sie gingen durch einen hübschen Kieselweg entlang, schau die bunten Blumen. Sie gingen an einem märchenhaften Springbrunnen vorbei, schau das tanzende Wasser, schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ihn ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie herbringen dürfen. Junge, ich kann nicht lesen, Alter. Warum macht das Ding, das andere Kind. Warum hat es das gemacht? So, rausgehen und Tür schließen oder was? Verstecken? Okay, warum soll ich mich verstecken? Verstehe ich nicht. Macht alles keinen Sinn. Okay, das Baby pennt, macht ein bisschen Gugu Gaga. Okay. Tür zu. So, auf Eltern warten, auf dem Sofa. Fernsehen. Okay. Okay. Weird. An sich ist alles okay. Gut, dann setzen wir uns hier hin und gucken Fernsehen. So. Wir gucken Fernsehen, werden ein bisschen müde. Ist ja ganz klassisch, ne? Okay, Baby beruhigen. Wir sind Babysitter, wir kümmern uns. Hä? Wo ist es? Ah! War das da eben schon? Baby ins Bett bringen. Schon wieder Baby ins Bett bringen. Oh, okay. Wir bringen dich schon wieder ins Bett. Rein mit dir. Das richtige Plüschtier ins Bett legen. Keine Ahnung, hier den da. Nein? Okay. Dann die Gummiente. Nö. Schaf. Oder Bock. Nimm jetzt! Nimm jetzt! Was ist? Nimm das jetzt! Nimm jetzt diesen Bock! Guck mal, den Plüschi-Hasi, willst du den? Den hier? Guck mal, Plüschi-Katzi. Ja, okay, das gefällt dir. So, jetzt mach Gugu Gaga und penn jetzt. So, hau rein, Bruder. Gucken wir jetzt wieder weiter auf dem Sofa. Bisschen chillaxen. Okay. Easy. Okay, ich bin eingepennt. Okay, es war Kapitel 1. Dann kommt jetzt Nacht 2. Das Kind lacht. Kuckuck, ist das nicht lustig? Der Sitter. Ich hab doch gesagt, lass das. Wir gehen rein. Okay. Es sieht eigentlich alles so weit, so gut. Warum bist du hier? Okay, wir füttern dich einfach mit der Flasche, Baby, Kind. Und dann kümmern wir uns darum. So, zack. Aber was? 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 Ich bin eingesperrt. Geht weg. Ich bin mit Brot bewaffnet. Hä? Hör auf zu lachen! Die Flasche finden ist jetzt unsere Aufgabe, aber... Jo, da ist die Flasche. Hallo, wie hast du das gemacht? Es interessiert mich nicht. Hier, trink jetzt und lass mich in Ruhe. So, Wickeltisch. Ja, ja, Gugu Gaga, gruselig, gruselig, gruselig. So, machen wir mal diesen hier. Hier kannst du mal drauf kacken jetzt. Neue Windel, ha, ha, ha. Du bleibst da sitzen. Ich hol die Windel. Oh Mann, jetzt reicht's. Was macht diese Windel da? Wollt ihr mich hier verarschen, Mann? Bleib stehen jetzt, du Kackwindel. So, jetzt habe ich dich. Was? Der kann die Türen aufmachen? Alright. Was? Im Notfall brechen. Alter, what the hell, man? Warum ist das so unnormal gruselig? Es ist richtig weird. Warum hat die auf einmal Augen? Aber das hier ist so eine Spielzeugkiste, die können wir gleich mal benutzen. Moin, Babyboo, was geht ab? Hier kriegst du eine Windel. Die kann einfach leben, deine Windel. Ich hoffe mal, die kriegt keine Beine. Was? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir?
Ich weiß, man schüttelt keine Babys, aber du bist auch kein Baby. Deswegen schüttel ich dich. Okay, ich bring dich einfach mal ins Bett. Ist okay. Rein mit dir. Cool. Spielzeug. Was ist unsere Aufgabe? Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Hier, so, let's go. Lesen wir dir das wieder vor? Irgendwas mit dem Kaninchen. Irgendwas hüpft so. Tilma. Was, warum, ich kann dich nicht hochheben. Hier. Guck mal, ein Luftballon. Wo ist er? Da. Guck mal. Oh, das richtige Plüschtier. Das ist der Hase. Hier, der Hase ist es dieses Mal. Hier. Ja, spiel mit dem Hasen. Juhu, ist das nicht toll? Weiterlesen. Alright, lesen wir weiter. So. Und eingepennt. Innerhalb von 2 Sekunden ist das Kind eingeschlafen. Das ist aber okay. Ich mache hier langsam die Tür zu. Wir gehen runter und chill mal. Wir chillen jetzt auf dem Sofa. Let's go. Ach, gut. Oh, nicht gut. Warum ich will nicht die Tür aufmachen. Ich will nicht! Okay. Nice. Hä? Kann ich mich ausschließen? Ha, nö, geht nicht. Gut. Okay. Toasty 4000. Ja, und jetzt? Achso, Kiste auf den Wohnzimmertisch stellen. Kiste auf dem Wohnzimmertisch. Endlich Ruhe zum Fernsehen. So, richtig Bock, Fernsehen zu gucken jetzt. Let's go. Holleriti. Rein da. Neue Nacht, neues Glücki. So, ja, wir haben jetzt diesen Toaster 4000 bekommen. Steht er hier irgendwo? Da ist er. Junge, der Toastmacher. Sehr, sehr nice. Alright, dann gucken wir jetzt erstmal. Oh, wir sollen als erstes auf dem Sofa chillen und Fernsehen. Okay. Toll, Digga. Ich wollte hier gerade mal eine Runde meine Lieblingsserie gucken. Baby beruhigen. Nach oben gehen und Baby beruhigen. Oh Mann, immer wenn dieses Baby schreit, gibt's komische Sachen. Was geht ab, Bro? Was? Gehen und Tür schließen? Okay. Etwas zu essen machen. Vielleicht einen Käsetoast. Ja, das mache ich easy. Wetten wir, das Baby sitzt jetzt hier unten wieder irgendwo? Ist das hier alles gescriptet? Ich habe Angst. So, machen wir hier mal einen Toast rein. Let's go, Renner. Gib ihm. Wir machen dir einen richtig kranken Toast, den du niemals vergessen wirst. Bisschen Cheese. So. So. Reicht das? Oh mein Gott, was soll das? Was? Fütter mich? Wow. Bin ich erschrocken, Alter. Okay. What the frog? Ich nehme ein Ei. Ich bin bewaffnet. Ich bin bewaffnet. Ha! Es ist... Was? Was zum Teufel? Hier ist ein Labyrinth in dem Haus. Ganz schön kalt hier, würde ich sagen. Uiuiui, ist ganz schön freezing cold. Hier sind ein paar Flaschen. Das ist ein richtig großer Kühlschrank, Junge. Das habe ich noch nie gesehen. Ein begehbarer Kühlschrank. Ah. Ja, du, ich weiß, du bist sauer. Guck mich jetzt nicht so an. Du siehst halt wirklich unnormal creepy aus, Bro. Wirklich anders creepy. Digga, das ist ja immer noch hier. Was, du das? Guck dich mal hier um. Hast du hier die Wände bekritzelt? Hä? Bist du das gewesen? Ich hoffe nicht. Das hier bezahlt nicht die Versicherung. Okay? Wenn ein Baby hier die Wände anmalt. Was? Hast du das mit deiner eigenen Kacke gemacht? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe nicht. So. Baby wickeln. Du bleibst da sitzen. Das machen wir nicht nochmal. Alright. Oh mein Gott. Oh. Oh. Hallo. Was zum Teufel? Aua.
Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Was geht bei dem? Notglas zerbrechen. Notglas. Ah, du bist kein liebes Kind. Zerbrechen, Notglas. Ich bin bewaffnet mit einem Schnulli. Beruhige das Baby. Wo bist du? Bam, Junge. Was willst du machen, hä? Baby. Junge, okay, das Baby schläft. Gugu Gaga Babychen, alles wieder beim Alten. Hm? Bist du noch immer sauer auf mich, bitte? Ich habe mir Mühe gegeben, dich zu... Ey, 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 chill, chill, chill! Warum ist es so dunkel hier? Moin. Soll ich mich setzen? Ich nehme mal. Guck mal, ich beruhig dich. Du setz dich da einfach hier rein. So. Und dann ist es keine Zeit für Geschichte. Das richtige Plüschtier. Das ist, glaube ich, das Schäfchen. Hier, guck mal. Oh, ist das schön, gell? So. Geschichtsbuch. Und dann geht's los. Der ganze Palast war so kalt, der Mond draußen schien so hell, der Wind erblies unentwegt. Oh nein, die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf, also rief er nach seiner Mutter. Bitte geh und such mein Schaf. Oh mein Gott, ich bin durstig, sagte der Prinz da, holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz, also wechselte das Schaf die Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz, lass mich dich zählen. 1, 2, 3. Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir in meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf gehorsam, tritt das Schaf voran, sein Geist war von Angst erfüllt. Wasa, 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 wasa. Junge, what the frog? Chill mal, Baby, was hast du genommen? Good night. Gute Nacht. Ich hab genug. Cool. Okay, wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann.